Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Super Mario Party Kennenlernvideos mit mir von der Gameplays als Hobby. Wir lernen hier erstmal die ganzen Minispiele kennen und dann erst gehen wir in Online-Matchen. Wir haben hier Aufgabe Packen Lust L. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte angekommen der Minispiele, die man zumindest schon spielen kann. Und dann machen wir doch direkt los. Packendes Duell, einer gegen drei. Natürlich, ich gegen Computer allein. Was müssen wir da machen? Okay. Oh, das sind zwei. Okay, Prinzip verstanden. Ich kann mit den Drohnen die Pakete von der anderen klauen, ey. Okay. Start. Dankeschön. Okay, die können sammeln. Dankeschön. Nächster. Okay. Ja, das kann schon schwieriger werden, wenn man gegen richtige Leute spielt. Okay, anderes Minispiel wählen. Was haben wir jetzt auf die Glocke gegeben? Okay. Oh, das ist aber mies. Jeder Angreifer hat 5 Pfeile zur Verfügung. Da ist eine gute Taktik gefragt, um den Verfolger in die Enge zu treiben. Okay. Oh, das ist nicht leicht. Die könnten mich voll in die Enge treiben damit eigentlich. So einbauen und dann könnten sie mich auf jeden Fall treffen. Das ist echt mies. Also da habe ich jetzt nur Glück gehabt, dass es halt Computer ist. Dass der nicht so stark ist. Interessant. Klotzkanoniere. Okay. Ist ja wohl klar, dass man auf die untersten zuerst schießen muss. Alles klar. Nicht schwierig. Fand ich jetzt. Anderes Minispiel. Das nächste. Was haben wir da? Bombiges Tennismatch. Schon wieder Tennis.
Okay. Prinzip habe ich aber verstanden. Okay, alles klar. Wie cool. Ende. Hm. Gewonnen. Sehr schön. So, was haben wir denn noch? Rare ist süß. Oh, 2 gegen 2 jetzt. Okay. Jetzt kommen die 2 gegen 2 Spiele. Tortenschlag. Bewegen und werfen. Oh. Aua. Cool. Coole Sache. Du kannst in jeder Hand einen Kuchen halten. Alles klar. Start. Aua. Ah. Ah! Ende. Wie cool. Voll die Tortenschlacht. Ich meine, schade um den Kuchen, aber es macht trotzdem Spaß. So, nächstes Spiel in eisigen Höhlen. Okay. Die Höhlenskulptur entstehen lassen. Schabe das Eis so schnell wie möglich, wenn die Schüssel genau unter dir ist. Okay. Also eine hohe Skulptur sollen wir erstellen. Start. Oh, mein Eis ist leer. Ende. Hey, aber kein neuer Rekord. Fertig? Yeah. Fertig? Yeah. Alles klar. Lustig. Anderes Minispiel. Was haben wir noch? Gesicht per Greifarm. Okay. Oh. Na toll, es hat's aber blöd gemacht. Komm mal nach links hier. Na gut, okay. Prinzip ist verstanden. Start. Die da drüben haben das Auge als Nase so gesehen.
Das sieht ja cool aus bei den anderen. Ende. Das andere sieht ja cool aus, das rechte Gesicht. Fertig? Yeah! Sehr schön. Nächstes Minispiel. Was haben wir noch im Angebot? Munitionsmatte. Mathematik, okay. Runde 1. Mit hohen Zahlen an mehr Munition kommen. Na toll. Okay, Prinzip verstanden. Alles klar. Hey, voll die Nachmacher. Haha, toll. Mal eins nur. Ah! Ende. Ach, schon fertig. Na toll. Die machen kann hier. Okay, aber alles klar. Eigentlich ein reines Glücksspiel eher. Außer man kann gut abzählen. Beim letzten Mal hat es gut funktioniert bei mir. Zutaten aber zackig. Was haben wir hier? Das wird, glaube ich, das letzte Minispiel. Okay. Wo ist das Brot? Ah ne, Schinken. Achso, ich kann auch wieder ablegen. Tatsächlich. Aus dem Weg. Okay, Prinzip. Prinzip verstanden. Mach schon. Mach hin. Gerade noch fertig gestellt. Fertig? Ja, ist schon lustig. Das macht schon Spaß auf jeden Fall. So.
Das war schon wieder mit dem Teil von Super Mario Party auf Nintendo Switch in Minispielen kennenlernen teilen. So gesehen, ich bin von mir, Gameplays als Hobby, und ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß beim Zusehen und findet die Spiele genauso lustig wie ich. Also ich find's cool, vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal hier drin im Spiel, ich weiß ja auch nicht. Und dann, ja, bis demnächst. Bis denn und tschüss. Ich bin von Nöhr, Game Tester Hobby übrigens. Also, tschüss. So, die 4 Sekunden.